und herzlich willkommen bei Mystery News TV, der Sendung für Paranormales. Ich bin euer Mystery Hunter und präsentiere hiermit die erste Ausgabe, die erste Folge von Mystery News TV. Ich kann auf jeden Fall sagen, da kommt einiges auf euch zu. Mystery News TV bringt Neuigkeiten zu Paranormalem aus aller Welt. Diese Sendung wird sich hauptsächlich mit Neuigkeiten beschäftigen, aus paranormalen Themen wie Kryptozoologie, Psi-Phänomenen, UFOs, Kornkreisen, Alien-Encounters, Zeitphänomenen und. Also ich kann euch schon sagen, da kommt einiges auf euch zu. Ich bin euer Mystery Hunter und hiermit kommen wir auch gleich zu unserem heutigen Thema. Bigfoot gesichtet. Wurde hier Bigfoot gesichtet? Ende Jänner veröffentlichten die Washington State DOT, das ist das Verkehrsamt des US-Bundesstaats Washington, ein mysteriöses Bild auf Twitter. Hier soll der mysteriöse Bigfoot, auch bekannt als Sasquatch, gesichtet worden sein. Der Text dazu: Sasquatch gesichtet. Ich bin nicht abergläubisch, nur ein bisschen gläubig. Ist Ihnen vorher etwas Seltsames aufgefallen auf unserer Webcam bei Sherman Pass SR20? Wenn Sie genau auf den Baum zu der Linken sehen, scheint es so, als wäre da etwas. Könnte Sasquatch sein. Wir überlassen das Ihnen. Das Washington Verkehrsamt sagt also selbst, Sie sind nicht abergläubisch, nur ein bisschen gläubig. Und was heißt ein bisschen gläubig? Nun, es heißt, dass man seinen Augen traut, würde ich mal sagen. Sehen wir uns das Bild mal an. Es geht hier immerhin um das offizielle Verkehrsamt von Washington. Dass es sich hier also um einen Fake oder eine falsche 50er-Aktion handelt, ist so gut wie auszuschließen. Das Foto dürfte also echt sein. Sehen wir es uns jetzt nochmal genau an. Seht genau hin. Was ist das für eine Kreatur auf dem Bild? Sieht auf jeden Fall wie eine höchst seltsame Kreatur aus. Könnte das etwa Bigfoot, aka Sasquatch, sein? Mystery News TV hat recherchiert. Der Sherman Pass ist ein Gebirgspass im Staat Washington, im Nordwesten der USA, an der Grenze zu Kanada. Dort wurde die seltsame Kreatur am 22. Januar plötzlich gesichtet, wie sie seelenruhig an einer Webcam vorbeispazierte. Aber es kommt noch dicker. Einen Tag später, den 23. Januar, schaltet sich nun die nächste Abteilung ein, die Bigfoot angeblich gefilmt haben soll. Es ist wieder das Washington Verkehrsamt WSDOT, allerdings geht es hier um einen anderen Bergpass, den E90 Snoqualmie Pass, welcher offenbar einer eigenen Abteilung unterstellt ist, inklusive eigenem Twitter-Account, über welchen das besagte Video veröffentlicht wurde. Ob es sich hierbei etwa um den sagenumwobenen Bigfoot aka Sasquatch handelt? Hier der originale Tweet. Ich denke, Bigfoot zieht seine Runden durch unsere Gebirgspässe. @WSDOT East, in Klammer des Washington Verkehrsamt, Klammer zu, zeigte ihn an jenem Tag am Sherman Pass. Und jetzt ist er an der Wilde Kreuzung Kamera auf E90, gerade östlich vom Snoqualmie Pass. Hashtag Do You Believe. Mystery News TV zeigt euch exklusiv das Video. Das Washington State Verkehrsamt plädiert dafür, Vorsicht walten zu lassen und darauf zu achten, ob bei der nächsten Fahrt durch den Gebirgspass nicht doch plötzlich Bigfoot am Straßenrand steht. Einen Tag nach der spektakulären Bigfoot-Sichtung wurde eine Umfrage gestartet, wie viele denn der Meinung wären, Bigfoot sei real. Fast die Hälfte, 48,1%, sind der Meinung, ja, Bigfoot existiert auf jeden Fall, während nur 22,6% meinen, nein, natürlich nicht. Die Mehrheit hat also wieder klar entschieden. Da ist etwas im Busch. Mystery News TV hat recherchiert. Etwas ist im Busch. Etwas Haariges ist im Busch und es hat höchstwahrscheinlich auch große Füße. Ja, die Rede ist hier von Bigfoot, aka Sasquatch. Der Name stammt von kanadischen Ureinwohnern und heißt so viel wie stark behaarter Mensch oder haariger Riese. Es geht also um eine Art Mensch-Affe-Mischwesen. Bigfoot ist ein Begriff in der sogenannten Kryptozoologie.
Das ist ein Bereich, der sich mit noch unentdeckten Tierarten beschäftigt, im Zusammenhang mit Mythen über seltsame Fabelwesen wie Bigfoot oder Yeti. Mit Abstand am häufigsten gesichtet wurde Bigfoot im pazifischen Nordwesten der USA. Viele argumentieren, dass die dortige Umgebung mit den dichten Wäldern die richtigen Lebensbedingungen für Bigfoot bieten, um einen großen Kerl wie Bigfoot zu ernähren und sich vor Menschen zu schützen. Wie berichtet, wird Bigfoot auch Sasquatch genannt, was auf die kanadischen Ureinwohner zurückzuführen ist. Sehen wir uns jetzt mal die Landkarte von Nordamerika an. Nicht unweit von der kürzlichen Bigfoot-Sichtung befindet sich eine kanadische Provinz namens Saskatchewan, was, nun ja, man könnte sagen, gewisse Ähnlichkeiten mit dem Wort Sasquatch hat. Mystery News TV ist dieser Auffälligkeit natürlich sofort nachgegangen und hat dabei herausgefunden, dass die Provinz Saskatchewan nach dem dortigen Saskatchewan River benannt wurde, was in der Sprache der dortigen Ureinwohner so viel heißt wie schnell fließender Fluss. Die beiden Wörter haben also vom Wortstamm bzw. Bedeutung nicht viel miteinander zu tun. Dennoch heißt die Provinz Saskatchewan und das Wesen, dem wir hier auf der Schliche sind, Sasquatch. Zufall? Mag sein. Aber ob es auch Zufall ist, dass sich die Bigfoot-Sichtungen hier häufen? Diese Karte zeigt die Häufung von Bigfoot-Sichtungen in Nordamerika. Am häufigsten gesichtet wurde Bigfoot hiernach im US-Bundesstaat Washington, in welchem sich auch die zwei berichteten Sichtungen abgespielt haben. Direkt südlich davon, in Oregon, soll sich noch eine dritte Bigfoot-Sichtung ereignet haben, von einem Fernsehteam, das auf Bigfoot-Jagd war, für die Fernsehsendung Expedition Bigfoot. Die Sichtung ist zwar noch vom letzten Jahr, 2019, allerdings sollten hier auch Videobeweise gemacht worden sein, die allerdings erst nur angekündigt und nicht veröffentlicht worden sind. Und da es sich hierbei um ein Fernsehteam handelt, ist das Ganze wohl etwas mit Vorsicht und Skepsis zu betrachten. Denn wie wir wissen, geht es solchen Fernsehsendungen meistens in erster Linie darum, dramaturgische Höhepunkte zu liefern. Und sie sind im Normalfall nicht zwangsweise der Wahrheit verpflichtet. Im Gegensatz zu Mystery News TV. So viel also dazu. Wie ist es aber mit den Webcam-Fotos des Washington Verkehrsamts? Hat sich hier wirklich Bigfoot an der Bergkamera vorbeigeschlichen? Bei den Recherchen ist Mystery News TV auf das Video von einem Ortsansässigen gestoßen, der sich das Ganze mal vor Ort angeschaut hat. And here is another one at a different time. And here is one I just captured. Er hat selber ein Foto von besagter Stelle gemacht. Und siehe da. Wenn man die Fotos vergleicht, sieht man, dass der angebliche Bigfoot in all diesen Fotos zu sehen ist und sich nie von der Stelle bewegt hat. Der angebliche Bigfoot, der von dem Washington Verkehrsamt aufgenommen wurde, ist also wohl nichts weiter als ein schwarzer Fleck, der sich wohl durch die Licht- oder Kontrasteinstellungen der Kamera ergeben hat. Dass hier also wirklich Bigfoot gesichtet wurde, ist also nicht sehr wahrscheinlich. Das bedeutet aber nicht, dass er gar nicht gesichtet wurde oder gar, dass Bigfoot nicht existiert. Viele glaubwürdige Zeugen berichten davon, Bigfoot gesehen zu haben. Laut den Zeugenberichten zeichnet sich ein striktes Bild ab. Stark behaart, große Füße und rote Augen. Rote Augen? Ja, rote leuchtende Augen? Das bringt Bigfoot in die Nähe von anderen sagenumwobenen Wesen, wie Mothman oder Brolachan, und könnte für manche ziemlich verdächtig klingen. Nun ja, manche Menschen, die Bigfoot-Sichtungen machen, beschreiben die Wesen auch mit braunen Augen. Andere wiederum mit roten Augen, die im Dunkeln leuchten sollen. Rotende leuchtende Augen klingt auf jeden Fall sehr verdächtig und würde diese Gestalt in die Nähe von anderen mythischen Wesen rücken, mit diesen dämonischen roten Augen. Was das wohl zu bedeuten hat? Ist Bigfoot etwa eine Art Dämon oder eine unentdeckte Tierart? Ist Bigfoot vielleicht ein Außerirdischer? Mysteriös. Wir wissen noch nicht die ganze Wahrheit. Aber wir werden recherchieren. Mystery News TV. Wir bringen euch die Mystery News aus aller Welt und recherchieren Tag und Nacht, damit ihr nichts verpasst aus der Welt von Mystery. Mystery News TV. Ihr könnt euch auf uns verlassen. Die Wahrheit ist da draußen. Also lasst vielleicht ein Abo da und Daumen hoch, um Mystery News TV zu unterstützen. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, Mystery News TV.